Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß! Heute sind wir wieder mal zusammengekommen, um über ein Thema aus der Filmbranche zu quatschen. Ich weiß nicht, ob das nur aus der Filmbranche ist, sondern eigentlich überall gibt es das Problem oder das Thema. Und ich habe mir heute interessante Gäste eingeladen, die mit mir zusammen, ich habe letztes Mal das so gesagt, dass wir das zusammen drüber nachdenken, weil jeder hat so seine Meinung und wir erarbeiten uns so ein bisschen unseren Weg bis zum Ziel. Andersrum, der Weg ist das Ziel, so irgendwie. Und heute reden wir über das Thema Ego in der Filmbranche, also so hauptsächlich in der Filmbranche. Alles, was noch dazu kommt, können wir gerne noch dazu packen. Und ich habe mir heute eingeladen, zu meiner Rechten sitzt Daniel Hettinger. Hallo. Ja. gegenüber von mir sitzt Daniel Chisholm. Schönen guten Abend. Und links von mir sitzt Alexandra Schiller. Hallo. Und damit ich nicht die Vorstellrunde mache, weil es ist immer ein bisschen doof, finde ich es immer ganz gut, wenn sich jeder selber vorstellt. Und deswegen fangen wir einfach von links an. Achso, stimmt, alle sind gerade, wahrscheinlich alle Zuhörer sind froh, dass auch mal eine Dame hier dabei ist. Wirklich, weil ich habe letztes Mal hat mich ja extra jemand gefragt, na, gibt es bei euch hier immer nur Männer in dem Podcast? Und ich habe gesagt, nee, das ist einfach nur irgendwie so entstanden. Und jetzt bin ich richtig froh. Ja, ich bin auch sehr froh, dass endlich mal eine Dame dabei ist. Hallo. ich stelle mich mal vor. Ne? Ja. Ich bin Alexandra Schiller. Ich bin Schauspielerin, lebe in Berlin und mache auch Stand-up-Comedy. Und ich bin der Daniel Chisholm. Ich bin freiberuflicher Filmemacher, unterrichte an der Filmschule und bin noch Mitglied in dem Kollektiv Grenadine Film. Ich bin Daniel Hettinger. Drehbuchautor und auch sonst einiges, aber behaltet mich als Drehbuchautor in Erinnerung. Und manche Stimmen kennt ihr wahrscheinlich schon, ne? Weil Daniel waren bereits einmal bei einem Roundtable dabei. Nee, Roundtable warst du nicht dabei? Ja, doch warst du auch. Mhm. Ja, Daniel war schon bei einem Roundtable dabei. Alexandra ist neu dabei, was den Roundtable angeht. Und ich freue mich, dass sie auch dazugekommen ist. Und ich möchte dieses Mal mit was Neuem anfangen, nämlich, das haben wir sonst nicht gemacht, einfach mal kurz alle in der Runde zu fragen, was habt ihr denn als letzten Film oder Serie gesehen? Und wie fandet ihr das? Wer will anfangen? Freiwillige vor. Gut. Ich habe zuletzt Dunkirk geguckt und gestern und fand ihn beeindruckend. War jetzt nicht unbedingt mitgerissen, aber also es war schon unglaublich, was sie da aufgestellt haben. Vor allem viel auch mit Live-Action, also echte Spitfires durch die Gegend geflogen und viele Stuntmänner. Also wenn man sich die Credits anguckt, sieht es so echt so aus, als ob sie das meiste irgendwie Live-Action gemacht hätten, was doch schon echt beeindruckend ist bei so einem Riesenspektakel. Nee, war echt cool. Und du meinst aber, du fandest nicht alle so cool? Ja, ich weiß nicht, also die Musik hat mich ein klein bisschen gestört. Mhm. Das war ja... Na, wie heißt der nochmal? Hans Zimmer. Hans Zimmer. Muss man das noch dazu sagen? Nochmal eigentlich kaum noch sagen, ne? Der macht eigentlich alles. Jedenfalls war die Musik, ich will es für niemanden ruinen, aber die Musik läuft den ganzen Film durch, ohne Pause. Also es gibt keinen Moment ohne Musik. Also ein Musical quasi. Musical, langes Musikvideo. Musical ja. Ohne Gesang. Genau. Oder Geschrei. und manchmal fand ich, merkt man sie zu sehr. Also es ist nicht so, dass sie im Hintergrund läuft und dass sie irgendwie den Film stützt, sondern eher sie sticht hin und wieder ein bisschen raus, fand ich. Wie fandest du die Parallelmontagen? Also die ganze Geschichte läuft ja über drei verschiedenen Ebenen. Das fand ich cool. Ja, das fand ich nicht schlecht. Hast du es auch verstanden? Weil manche Leute, habe ich zumindest gehört, dass sie das Problem hatten, dass sie eben nicht verstanden haben, dass halt das Flugzeug halt der Moment halt gestreckt wird auf eben diese 2 Stunden, aber in Wirklichkeit halt, was waren das, 2 Stunden? Ein Tag. Oder ein Tag von dem Flugzeug. Kein Spoiler. Ist es kein Spoiler? Ich glaube, das ist gut. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist. Es sind halt, ich würde ja am Anfang schon gesagt, dass es halt diese 3 Ebenen sind. In, also den ersten, deswegen, genau, in der ersten Minute kriegt man mit, dass es der Flugzeug ein Tag auf dem Wasser, auf dem Meer eine Woche und dann an dem Pier oder an der Mole ist es ein Monat. Mhm. Aber das merkt man, wenn dem Film eigentlich kommt. Okay. Also.
Weil genau, das Problem war halt, viele Leute konnten das nicht ganz einteilen, weil es halt, du siehst halt das Flugzeug halt wirklich einen Tag lang, du siehst halt, also es soll ein ganzer Tag sein, aber es ist genauso lang wie halt die Woche bei den anderen halt. Mhm. Also springt zeitlich immer genau. So. Ja, okay. Mhm. Und deswegen fanden es manche ein bisschen kompliziert, aber deswegen wollte ich mal hören, was du. Manche fanden ja auch Inception kompliziert und ich finde den Film nach wie vor eigentlich relativ einfach erklärt. Also so, es ist ja klar, welche Ebene und dann geht es weiter runter. Mhm. Aber viele haben gesagt, verstehe ich nicht. Ja, wenn man ihn nur einmal guckt, dann ist man am Ende überrascht und dadurch, glaube ich, also ich glaube, man muss ihn noch ein zweites Mal gucken und dann ist es ganz klar. Also so war es bei mir jedenfalls. Ja, klar. So ist das. Naja, ich komme noch an. Ich glaube auch, also Inception fand ich auch nicht so kompliziert, so jetzt so die Grundidee. Aber ich glaube, beim zweiten Mal schauen siehst du halt noch ein paar mehr Gimmicks da drin oder halt mehr Schlüssel, die du halt davor irgendwie nicht erkannt hast oder sowas. Aber ich glaube auch so kompliziert. Ist halt immer tiefer in den Traum und dann wieder raus. Spoiler. Es geht nicht um Träume in Inception. Nein, das piep ich einfach raus. Spoiler, es geht nicht um Träume. Gut, Lani, was hast du zuerst gesehen? Ich sage jetzt mal den letzten Film, weil ich gucke ja trotzdem immer irgendwelche Serien. Aber der letzte Film war tatsächlich, wie hieß der nochmal? Der hieß, glaube ich, The Big Game. Und das ist so eine, was ist das, The Big Game? Es ist auf jeden Fall so ein HBO-Film, der auch nie wirklich in Kinos lief, also Made for TV. Aber HBO ist halt trotzdem eine höhere Lage, Made for TV. Mit Samuel Jackson, oder? Nee, mit Andy Samberg und dem Typ von Game of Thrones, dem Jon Snow. Okay. Von Game of Thrones. Und es geht darum, dass zwei Tennisstars halt irgendwie in dem längsten Match ihrer Karriere gegeneinander oder dem längsten Match der Welt antreten, das irgendwie über mehrere Tage geht, dieses Match. Weil immer irgendwas zwischen reinkommt. Und der Film ist eigentlich ganz lustig, weil er halt sehr absurd ist. Also dann hat auf einmal der eine ist halt so ein Rockstar-Tennisstar und der andere ist so das brave Kind sozusagen, der irgendwie auch ein bisschen zurückgeblieben ist. Übrigens hier Jon Snow, also der Jon Snow-Schauspieler in einer sehr, sehr schönen Rolle. Also sehr lustig, wie er diesen Typ spielt, der immer so ein bisschen nicht kapiert, was wirklich abgeht. Und dieser Film ist so ein bisschen, also er ist schon absurd und lustig und man merkt, dass es halt HBO ist, weil es irgendwie die ganze Zeit Sex und Brüste gibt und so. Also es muss einfach bei HBO sein. Da gibt es irgendeine Person, glaube ich, die sagt so, ey, da fehlen mir die Brüste, ganz ehrlich. Ich kaufe das nicht. Könnt ihr die genau, genau. Die Brüste könnt ihr nicht bereitstellen. Da muss eine nackte Szene drin sein. Oder das sind diese ganzen amerikanischen Leute, die denken, wir können das nie wirklich machen und jetzt hauen wir einfach mal alles raus, was geht. Und ich fand den Film ganz lustig, aber so ein bisschen, er ist halt trotzdem ein Made-for-TV-Movie und man merkt es einfach, weil er halt trotzdem irgendwie so ein bisschen nicht hängen bleibt. Also so, er ist lustig gemacht und Andy Samberg und eben, ich weiß gar nicht, wie heißt der Schauspieler? Überleg auch die ganze Zeit. Aber war das, ist es ein neuer Film oder ist... Der ist, glaube ich, so ein, zwei Jahre alt oder so. Ach so, also schon nach Game of Thrones oder während Game of Thrones. Ich glaube, er war schon bekannt von Game of Thrones auf jeden Fall. Also genau, während Game of Thrones. Und da gibt es jetzt einen neuen, den ich nochmal auch gucken will, da geht es um Doping im Fahrrad. Der ist ja gerade rausgekommen. Der heißt Tour de Pharmacy. Genau. Der andere, ich weiß eben nicht, ob Big Game, da ist irgendwas mit Game, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Big Game ist, glaube ich, der mit Samuel Jackson. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, das war der letzte Film, den ich geguckt habe. Okay, du meinst Kit Harington. Kit Harington, genau, ist der Schauspieler. Genau. Was hast du denn zuletzt geschaut? Ich habe zuletzt geschaut, Die Verführten. Mhm. The Beguiled, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht. The Beguiled. Oh Gott, schneiden wir das raus. ich habe zuletzt geschaut, The Beguiled. und ich habe ihn geschaut, weil ich den Trailer sehr spannend gemacht fand, so sehr spannungserzeugend und weil da sehr viele Frauen mitspielen. und Colin Farrell. Ja, und Colin Farrell, genau. Typisch Mann, für den einzelnen Mann hervorheben. Ganz viele Frauen und ein Mann. und ich fand ihn, ich muss sagen, wenn man den Trailer gesehen hat, sollte man eine Zeit verstreichen lassen, bis man den Trailer wieder vergessen hat. Weil ich habe die ganze Zeit auf gewisse Momente gewartet, die ich aus dem Trailer schon kannte. Und das hat mir sozusagen den Filmspaß, den Kinospaß ein bisschen kaputt gemacht, weil ich eben die ganze Zeit darauf gewartet habe, so ob der hilft. Aber insgesamt ist es baut es sehr, sehr gut Spannung auf. Und zum Thema Musik, weil wir das gerade hatten, ich finde auch ich weiß gar nicht, wer den Soundtrack oder die Musik gemacht hat, aber... Phoenix. Also, Phoenix. Ah, okay. Jedenfalls ist es,
also passt es sehr gut. Also die Spannung wird durch die Musik und die Bilder und auch die, also das ganze Sounddesign ist sehr, sehr, sehr schön und ja, catcht einen so. Mhm. Also ja, auf jeden Fall empfehlenswert, auch wenn man viele Frauenrollen sehen will. Mhm. Aber ist es emanzipierend oder ist es, was ist das? Also eher so einfach nur Frauenrollen, also nicht einfach, das soll jetzt nicht schlecht klingen. Was heißt emanzipiert? Also, ist es einfach nur, was ich auch gut finde, ist eben nicht so dieses auf Emanzipation aus, sondern einfach nur, es passt einfach zur Geschichte. Ist einfach so. Es ist in dem, es schwierig zu sagen, ohne da jetzt irgendwie zu spoilern. Also ich würde sagen, es spielt eben nicht in der jetzigen Zeit, also es ist entsprechend, es ist nicht, also die Frauen leben, ich will ja nicht spoilern, ne? Aber also es ist zum Teil schon emanzipiert, aber es kommen, also es ist schon, kann man ja sehen, ne, dass da nur ein Mann mitspielt, ein Schauspieler und viele Schauspielerinnen und das macht, also diese Konstellation macht schon was, auch mit den Figuren und aber durchaus finde ich, dass die auch emanzipierte Züge zeigen, ja, doch, ja. Also warum ich das gerade frage, ist, da kommen wir zu meinem Film, den ich geschaut habe. Also ich habe keinen Film, also ich habe einen Film bestimmt geschaut, aber mir fällt gerade keiner jetzt in der letzten Woche ein. Ich habe die Serie Glow angefangen, Netflix-Serie. Diese mit Tanzen. Ach so, genau. Ah, oh Gott. Ja, Tanzen. Nee, es gibt, glaube ich, auch irgendwann mit Glow Tanzen. Ich glaube, es gibt was. Das heißt, ja. Ich glaube, es sieht aber auch so aus. Glee, ich habe auch erst Tanzserie gedacht. Du meinst Glee wahrscheinlich. Kann sein, ja. Das ist natürlich die Gesangsserie. Ich habe es nicht so mit Namen, wie ich schon gemerkt habe. Aber Glow habe ich gesehen. Mhm. Und die ist auch erst vor einem Monat oder so rausgekommen bei Netflix. Und ich habe auch nicht alles gesehen. Ich habe gerade die ersten 3 Folgen gesehen. Und finde ich ganz cool gemacht. Also deswegen, ich finde immer Filme ganz cool, die halt, wo du das Gefühl hast, die nehmen dich in eine andere Welt. Also wirklich so dieses, du bist einfach in einer anderen Welt in der Zeit. Und das ist alles auf 80er Jahre gemacht. Und du hast wirklich so, Gefühl ist so wirklich so diese Zeit, die da, und ich war jetzt nicht in der Zeit, aber einfach nur dieses Feeling einfach, ne, was du dann hast, wenn du sowas schaust, das finde ich super, aber warum ich da mit der Emanzipation gefragt habe, ist halt, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, es sind halt alles Frauenrollen, also es geht darum, dass es gibt eine Wrestlergruppe halt in den 80ern oder ich falsch sagen, 70er, 80er? 80er. Eine Wrestlergruppe, die halt wo die Frauen, also alles so Frauen waren und die halt Frauenwrestling so bekannt machen wollten halt. Und darum geht es so hauptsächlich, ne, wie die so gecastet werden, wie sie sich so langsam anfangen zu lernen, etc. Aber du merkst halt wirklich, dass in jedem Wort irgendwie jede Frau irgendwie fuck, also die ganzen Ausdrücke rumwerfen und wo ich ein bisschen das Gefühl habe, es ist nur drin, weil es halt irgendwie, guck mal, Frauen können das auch oder also so das Gefühl habe ich dabei und das stört mich so ein bisschen daran, weil ich finde, es muss nicht sein, so andersrum. Also man hätte auch anders die Dialoge schreiben können, in dem Fall. Und ich finde es immer lustig, wenn man halt eine Serie anfängt und die guckt und dann hast du so genau das mit den so Sexszenen, die halt einfach so, ganz explizit sind, wo man sich fragt, ist zwar cool, dass sie drin ist, aber, aber hätte jetzt die Geschichte, muss es jetzt so explizit sein? Also ich freue mich, wenn es halt irgendwie, wenn es Sinn macht zu der Geschichte, ist alles gut, aber wenn es halt, du merkst, das ist so ein bisschen so reingeschrieben, damit es halt irgendwie passt. Die Serie hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass man halt genau sieht, wie die da Geschlechtsverkehr haben. Also genau wie Kino genau, ne? Also ja, das ist halt so, ja, das ist halt Netflix und Amazon Prime. Ich habe echt so das Gefühl, dass die ganzen gehemmten amerikanischen Leute halt sagen so, ja, jetzt können wir richtig mal geil Sex zeigen, richtig fett hier, Mann. Ja, ja. Fast schon Porno. Und ich meine, da geht dann halt oft so dieser Gedanke verloren, braucht man das wirklich? Ja. Muss man das jetzt wirklich zeigen? Ja. Ja, ich kenne das auch von O&A, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, auch von Netflix. Habe ich auch angefangen, also die bin ich dabei, bei O&A, da habe ich nur angefangen. Und da auch genauso, die ersten 3 Folgen? Nee, da habe ich sogar nur die erste gesehen und kam noch nicht so weit. Und da genau das ist auch sowas in der Art. Und dann fängst du erstmal an und denkst, du bist dabei. Und dann ja, geht es plötzlich richtig ab, wo du denkst so, okay, naja, wie gesagt, ist okay. Aber muss es sein? Weiß ich nicht. Und das wäre so das, was mich da gestört hat. Aber sonst fand ich die Serie richtig cool. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wäre außerdem auch noch so ein bisschen mal dieses Wrestling. Ich bin auch kein Fan von Wrestling, aber fand es interessant, so wie die das so ein bisschen aufarbeiten und den Leuten ja, nahe bringen. Aber es ist nach einer wahren Begebenheit quasi, ja. Ne? Ja. Cool. Great Ladies of Wrestling heißt es, Glow. Mhm. Ah. Mhm.
Nichts mit Tanzen. Nichts mit Tanzen. Ich fand aber, es sah eben aus wie eine Tanzserie, als ich so, da gibt es ja eine große Preview so oben bei Netflix und dann sage ich so, hä, Tanzserie schon wieder? Ich klicke so drauf in den Trailer angeguckt, dachte so, oh cool. Aber nicht tanzen. Great Ladies of Dancing könnte man noch machen. Glott. Die Parodie. Hey, lass uns das machen. Patent drauf. Ja, das ist vielleicht wirklich gar nicht so schlecht. Vor allem, wie erfolgreich die Serie wird. Gut. Dann hat ja jeder erstmal so seinen Film kurz umrissen und vielleicht ist ja für einen oder den anderen was dabei, was er sich anschauen möchte. Und deswegen würde ich jetzt überleiten zu unserem aktuellen Thema, was das Thema, wie gesagt, Ego ist. Jetzt so ganz grob gesehen. Und es geht so ein bisschen darum, wie wir, also vielleicht wie wir es jetzt mitbekommen haben, wie dann es so ist mit verschiedenen Leuten. Keine, also ich würde jetzt da keine Namen nennen, wenn es jetzt noch Negatives ist. Aber es gibt ja immer so Leute, wo du bist, nimm dir mal das beste Beispiel, meistens so Berlinale oder so Filmtreffs oder so, wo du dann mit Leuten zusammenstehst und man redet. Und bei manchen merkt man das relativ schnell, dann hat man so das Gefühl, naja, der ist schon so ein bisschen Richtung Labertasche, ne? Der erzählt einfach und erzählt von coolen Projekten, die er gemacht hat und war in Afrika, hat da das und das gedreht und war hier und hat da und das gedreht und sowas und gibt dir dann noch seine Karte dazu und denkst so, also erster Moment ist ja so, yay, ne? Ich hab gerade einen Produzenten getroffen, der scheinbar so richtig im Business ist und dann kommst du halt nach Hause und zwei Wochen später machst du deine Abarbeiten von den Karten und stellst fest so, ja, also ist alles, er hat wirklich, er war, da ist jetzt keine Lüge gewesen, aber das, was er da gemacht hat, war jetzt auch nicht so, dass ich da mein Buch hinschicken würde als nächstes. Das ist mir öfter mal passiert, wo ich denke, da will ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt der, der Entscheider. Ja, genau, der Entscheider und ich weiß immer genau, was ich da mache, aber ich meine einfach nur, ich versuche schon dem Status entsprechend, glaube ich, mich zu verhalten. Also jetzt bis zu einem gewissen Grad, man muss sich verkaufen natürlich, aber ich glaube, das ist ja das Problem, das Hauptproblem bei uns in der Filmbranche ist, dass man sich halt verkaufen muss, ne? Als Filmemacher, als Regisseur, als Kameramann, als Tonmeister, als Schauspielerin. Ne? Man muss halt, ne? Du musst irgendwie Interesse wecken, ne? Egal wie. Und das sorgt dafür, dass viele Leute vielleicht da so ein bisschen, vielleicht auch über die Stränge schlagen. Und habt ihr da Erfahrung? Ist euch da irgendwie mal so was untergekommen in die Richtung? Jetzt müsst ihr Nein sagen, dann wäre der Podcast. Also ich kenne das immer wieder halt bei Drehbüchern oder auch wenn man so über Drehbücher redet mit anderen Leuten, dass es halt, also das Wichtigste für ein Drehbuch finde ich immer ist Feedback und das ist auch so irgendwie, also eigentlich generell überhaupt für jeden kreativen Beruf ist Feedback extrem wichtig, weil du alleine kannst eigentlich nie so viel entscheiden, dass du sagen kannst, das ist jetzt perfekt und das ist jetzt gut, auch du musst doch andere Leute Meinung hören und ich erlebe halt immer wieder, dass du halt Feedback gibst und dann Leute sich so ein bisschen aus dem Feedback rausreden, so mit, ja, das habe ich sowieso schon und ja, das mache ich sowieso noch und sowas und halt oft Feedback nicht annehmen oder komplett das Feedback so wegschieben und ich finde es halt auch persönlich schwierig, so, weil man muss ja auch zwischen gutem Feedback und schlechtem Feedback unterscheiden, also man muss ja auch sagen, wo will ich überhaupt mit meinem Produkt hin und war das jetzt gerade hilfreich, was diese Person sagt und war das jetzt gerade hilfreich, was diese Person sagt oder hat der vielleicht recht und sowas. Es ist generell, finde ich, ein sehr schwieriger Prozess, so auch sein eigenes Ego so ein bisschen abzutrennen. Also nicht, dass wir jetzt vielleicht immer von anderen Leuten reden, weil alle hier so Ego sind, sondern wie du sagst, man muss sich selbst verkaufen, man muss sich selbst ja auch toll finden irgendwie. Also das jetzt hört sich jetzt blöd an, aber man muss ja auch selbst ein Selbstbewusstsein haben und sagen, ja, natürlich will ich das so machen und nicht jede Entscheidung hinterfragen, die man selbst hat. Aber ab wo ist es dann eben dieser Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht ist das doch jetzt gerade mein Ego, was gerade reagiert. Vielleicht bin ich gerade echt ein bisschen angefressen, dass der jetzt mein Drehbuch nicht gut findet, aber vielleicht ist das wirklich ein guter Punkt, dass, keine Ahnung, irgendwie das schlecht erzählt ist aus der Perspektive oder sowas. Das finde ich eben eine interessante Frage bei mir selbst, weil ich es auch bei mir selbst auch merke, wenn jemand mir Feedback gibt, dass ich halt auch oft erstmal so reagiere von wegen, pff, ja klar, was will der mir erzählen, so ungefähr. Und dann eben diesen Schritt nochmal zurückzugehen und zu sagen, ja, okay, vielleicht sollte ich echt erstmal drüber nachdenken, bevor ich jetzt komplett das so wegfähig sozusagen. Mhm. Genau. Wo machst du denn für dich die Grenze aus, wo du sagst, okay, dieses Feedback muss ich mit einarbeiten und dieses Feedback ist mir eigentlich egal. Ich glaube, es geht immer so ein bisschen um dieses, wo willst du hin, also was für eine Vision hast du selbst von deinem Film? Und wie passt jetzt sozusagen das Feedback in diese Vision rein? Weil wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich
nehme jetzt einfach mal ein blödes Beispiel, so wenn du sagst, ich will einen Film machen über, keine Ahnung, über eine Frau, die nachts durch die Straße, also ein Horrorfilm, irgendwie eine Frau, die nachts nach Hause kommen muss, irgendwie so nachts durch die Straße, so top of mind, dann sagt jemand, wie wäre es denn, wenn das ein Mann ist, der einfach irgendwie Party machen geht, weißt du, als Feedback. Und das ist dann halt was komplett anderes. Also weißt du, das ist dann so, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht meine Vision gewesen. Vielleicht ist das auch eine gute Idee, aber das ist nicht meine Idee gewesen. So, ich glaube, da würde ich die Grenze ziehen, wo du halt versuchen musst, dir selbst so eine Vision zu machen und da dann auch so das Feedback dran sozusagen misst an dieser eigenen Vision. Und natürlich, wenn dann jemand sagt, aber was ist, wenn die, keine Ahnung, was ist, wenn die Frau taubstumm ist oder was weiß ich, dann ist das natürlich was, wo du drüber nachdenken solltest. So. Was machst du, wenn jetzt so 20 Leute immer wieder irgendwie durch das Lesen darauf gekommen sind, hey... Was ist mit einem Mann, der einfach Party macht? Genau, was ist, wenn weil es gibt ja auch, also es ist, wir hatten ja kurz darüber geredet gehabt und es gibt ja auch, ich habe ja auch eine Feedback-Runde zum Beispiel für mein letztes Drehbuch da gemacht und da kamen auch verschiedene Meinungen von verschiedensten Leuten. Also ich habe es extra so gemacht, dass ich eben nicht nur Regisseure oder nicht nur Drehbuchautoren das geschickt hatte, sondern auch wirklich Leute, die, also mir war es wichtig, dass es müssen Leute sein, die was lesen. Einfach nur um so ein Gefühl für, naja, es gibt Leute, die halt nichts mehr lesen und dann, glaube ich, ist das so ein bisschen das Gefühl nicht so da, jetzt Stoffe wirklich so einfach runterzulesen. Weil deswegen war es mir wichtig, dass es jemand ist, der mindestens Bücher liest. Klingt komisch, aber ist heutzutage, klingt komisch, ist aber heutzutage, glaube ich, ist auch nicht schlimm. Ich meine damit auch nicht, man liest online viel, aber jetzt nicht wirklich so sich konzentrieren auf einen Stoff, sich hinsetzen und dann durchblättern und dann das dann so aufzunehmen halt und das in Bilder zu verwandeln, das, was du da liest. Und das war das Einzige, was mir wichtig war in dem Fall und habe es dann verschiedene Leute verschickt und da kamen halt auch verschiedene Sachen mit rein, was ich super interessant finde, ne, weil ich finde es immer ganz gut, da zu sagen, du hast da deine Linie, du weißt ja, was du erzählen willst, so wie du sagst, ich weiß, wo ich hin wollte damit und dann kommen die Sachen rein und ich weiß, kann damit rauslesen, wie ich das verändern muss, damit ich dorthin komme, wo ich hin muss. Das heißt, in dem Fall nehme ich das Feedback auf, was sie da gesagt haben, aber nicht, weil sie gesagt haben, es soll ein Mann werden oder eine Frau werden, deswegen ändere ich es eine Frau oder ein Mann, sondern wenn ich von 10 Leuten höre, ja, ein Mann hätte da besser reingepasst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau wollte, dann scheint irgendwie irgendwas für das mit der Frau nicht zu passen irgendwie. Das heißt, entweder ich schreibe es einfach um und mache einen Mann rein, aber ich glaube, das wäre nicht die Lösung, sondern eher zu schauen, wie du aus der die Geschichte halt mit dieser Frau besser verständlich machen kannst. Dass die Leute nicht jeder zehn, alle 10 denken, du musst es switchen, bevor es funktioniert. Das ist so, wie ich glaube, ich das irgendwie als meine Grenze, also die Grenze ist falsch, vielleicht wie ich das so auffasse, denke ich mal. Du kannst auch keine wirkliche Grenze da setzen. Also. Nee, ich setze doch eine ganz klare Grenze, ist, wenn jemand sagt, das ist scheiße. Und ohne was darunter zu schreiben. Ne? Oder was ich auch ganz schlimm finde, was mich immer stört, ist sowas wie, gibt schon. Das finde ich halt auch immer so ein Satz, den finde ich immer sehr kompliziert, sehr schwierig für mich, weil natürlich, es gibt alles irgendwie so, aber eben das gibt es so nicht, denke ich mal. Und das ist relativ schnell zu sagen, das machen viele ganz schnell, dass sie dann so eine Idee so ein bisschen runterdrücken, lesen sich durch und erinnern sich an 10 andere Filme, die sie gesehen haben und sagen, na, das gibt's hier, 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 hier und hier. Ja, aber nicht in dieser Kombination halt, muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen irgendwie und dann nicht so... ja, weiß nicht, Angst haben, dass es halt eben das schon gibt. Und deswegen halt entwickle ich nicht weiter in dem Stoff, weil XY gesagt hat, na, das gibt's doch schon. Ja. Ich finde das aber auch gutes Feedback, weil du kannst dir auch die Filme dann angucken und gucken, was du besser machst. Nee, genau, also ich meine, ich guck dir mal das an. Und manche, es gibt Leute, die sagen, warum machst du das? Es gibt's schon. Warum machst du ein neues Dunkirk? Es gibt's halt schon, so eine Art. Und dann musst du erstmal argumentieren, warum du das machen möchtest, wo ich denke... Nein, die Geschichte, die ich machen möchte, die ich erzählen möchte und... Ja, aber es ist natürlich nicht schlecht, argumentieren zu müssen, warum du es machen möchtest. Gut. Weil ein bisschen irgendein Differentiator muss es natürlich geben und es ist natürlich besser, wenn du weißt, was der Differentiator ist. Ne? Ja gut, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, es gibt ja ein paar Leute, die halt wirklich, denen geht es nicht um das Argument, warum du es machen willst, sondern es geht darum einfach nur, es ist halt schon da, deswegen macht es keinen Sinn, den Film zu machen. Nur halt, das Produkt zu machen, ist es eigentlich egal, was es ist. Und ich glaube, dagegen bin ich so ein bisschen allergisch. Aber ansonsten glaube ich, jedes Feedback ist halt ein guter Zusatz fürs Drehbuch, ne? Und kann helfen. Wie gesagt, außer jemand sagt von vornherein, das ist blöd und sagt nicht warum oder wie auch immer. Gibt's auch. Ne? Und das wär doof. Aber ansonsten glaube ich, das geht schon. Dann gehen wir mal weiter. Hast du irgendwas? Was auf der Seele?
Um auf dein Beispiel zurückzukommen, die Person von der Berlinale, die einem das Ohr abkaut und dann die Karte in die Hand gibt, das kennt man natürlich, das hat man auf jeden Fall schon mal erlebt, ne, dass man dann guckt und das ist nicht so beeindruckend, aber dann hat man wenigstens mal geguckt. Ne? Ja, das stimmt. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Also ich glaube, ein gesundes Ego ist auf jeden Fall, kann nicht schaden in der Industrie. Ich sehe das schon allein in der Filmschule, wenn sich die Leute in einer Klasse darüber unterhalten, wer jetzt Regie führen soll, dann ist es meistens nicht die Person, die rankommt, die jetzt unbedingt am besten dafür geeignet ist, sondern die Person, die am lautesten schreit. Ja, klar. Ja, und dann kann man mal ausprobieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann hat man vielleicht trotzdem gelernt. Ne? Naja, aber das ist ja so, es gibt ja viele Regisseure, die wirklich nicht gute Filme machen. Also, und aber sie machen Filme. Das ist halt, also das ist halt so die Frage, wann lernst du? Ich glaube, viele lernen das halt auch nicht. Weil viele machen dann halt ihren Kram, ihren Scheiß, ihre Trash-Filme. Und die finden ja irgendwie ein Publikum, Leute, die sich halt gerne zusaufen bei lustigen Trash-Filmen. So, aber das ist halt dann, da bei denen ist dann, glaube ich, das Ego halt dann so groß, dass sie sagen, nee, ich mache was Gutes hier oder so. Also, weißt du, dass die sagen... Ja, ich glaube, guter Trash-Film ist nicht... Ich glaube, es gibt ja doch zwei Arten von Trash-Filmen. Es gibt zwei Arten von Trash-Filmen. Es gibt ja den Trash-Film, der halt einfach nur absichtlich trashig ist. Und es gibt den Trash-Film, der halt aus Versehen trashig ist. Ich glaube, da, also ich weiß nicht, es kommt ja gerade der Film von A24, also mit A24 als Produktion raus, von über hier, ach, ist mir der Name, der schlechteste Film, The Room. The Room. Ah, ja. The Room mit James Franco, also jetzt. Tommy Wiseau. Genau, aber jetzt kommt ja die Mockumentary darüber mit James Franco und, und Co-Seth Rogen raus, im nächsten Monat oder so. Und so ein Film ist ja so, schon so ein Ego-Ding. Also am Ende, wenn so, der Typ wollte was schaffen, der wollte was Gutes machen, der saß nicht da und hat, da wollte irgendwie einfach mal so einen richtig geilen Trash-Film machen, der wollte einen guten Film machen und konnte es halt noch nicht, egal aus welchem Grund, und hat ja, es trotzdem irgendwie versucht. Und ist halt gescheitert halt. Und das merkt man dann aber auch. Dann guckt man den, man muss dazu sagen, ist ja trotzdem sehr bekannt geworden. Eben, ich habe Erfolg gehabt. Also das ist ja aber man merkt halt einfach, das ist halt ein Trash. Also das ist so ein Film, der nicht so sein sollte, sondern er ist einfach so geworden halt. Aber dann gibt es welche, die halt so darauf abzielen, dass sie so sind. Ja, so Sharknado und Co. Was, genau. Ne? Also wenn du da irgendwie mit Freunden zusammensitzt und oder wenn du andersrum mal einfach nur einen schlechten Film sehen möchtest, jetzt nicht hin und guckst den und du wirst amüsiert. Aber genau das eigentlich, an irgendeiner Stelle müsste doch jemand mal Tommy Wiseau gesagt haben, das ist irgendwie nicht so eine gute Idee. Ja, aber ich glaube, aber das ist halt das Ego. Ich glaube, deswegen wollte ich auch vorher fragen, was ist denn gesundes Ego? Das ist, glaube ich, das Problem. Ab wo fängt es an, wo endet es? Weil, wenn am Ende, wenn man die Gewinner schreiben, die Geschichte, so eine Art. Ne? Also, wäre der Film jetzt richtig cool geworden, dann würde jeder sagen, alle haben gesagt, er soll es nicht machen. Aber er hat sich hingesetzt, gut, er hat es gemacht. Ja, klar, genau. Das ist ein richtig cooler Film ausgeworden. Das ist so ein bisschen wie, bist du in der Matrix oder nicht? Du weißt ja nie, ob dein Film wirklich gut wird oder nicht, oder? Ich meine, wenn man so viel Ego hat, dass man es weiß, dann ist man überzeugt und dann macht man den Film. Ich glaube, die Gefahr ist viel eher, dass man daran zu viel zweifelt und dann irgendwann dran hängen bleibt oder ihn nicht fertig macht. Ja, aber wäre die Frage, so hätte Tommy... ich hoffe, ich darf dich so nennen, Tommy. wahrscheinlich hat er Zeit und hört nochmal den Podcast hinein. Hätte Tommy sagen sollen, okay, ich höre mir doch nochmal ein bisschen mehr Sachen an von anderen Leuten, oder hätte er einfach, ist es so, wie es ist, richtig? Ich weiß nicht, ich will jetzt nichts gegen Tommy sagen, aber ich glaube, da ist Hopfen alles verloren. Also, ich meine, der ist halt so ein Charakter und ich meine, eben hat auch Erfolg damit. Also, keine Ahnung, ich glaube, das war schon so richtig, wie er das gemacht hat. Aber ich meine, was du schon sagst, und das ist ja auch richtig, wo du gerade Matrix sagst, muss ich nämlich gerade dran denken, da habe ich letztens erst dran gedacht, vor Matrix kam ja Dark City raus, der so relativ ähnlich wie Matrix, aber nie erfolgreich war. Und das ist halt echt so ein... Es war nicht richtig gut, habe ich ja letztens schon gesagt. Ja. Genau, das ist halt... Ach, genau. Der Film hat mich zum Film machen. Genau. Und echt? Wow. Ja. Und das ist halt, glaube ich, echt so ein Glückding einfach, weil wieso war Matrix jetzt erfolgreicher als Dark City? Weißt du, und das ist ja, ich habe Dark City nie gesehen, muss ich zugeben, aber
das ist ja auch ein guter Film. Verstehst du? Also da kann man ja nicht wirklich sagen, das war jetzt irgendein Typ, der sein Ego da durchdrücken wollte und deswegen wurde der nicht erfolgreich. Aber du kannst halt mit beiden Wegen einfach Erfolg haben oder nicht. Und wenn du eine Vision hast und die durchziehst und die gegen alle, also gegen alle sagen was dagegen und du machst es trotzdem, und dann wird der entweder ein Kultfilm oder er geht halt völlig unter, der Film. Aber muss ja dann auch nicht heißen, dass er jetzt gut oder schlecht war. Das ist, glaube ich, so, du hast immer ein Stückchen Glück mit dabei. Deswegen kannst du, glaube ich, nicht ganz genau sagen, wann ist das Ego gut oder wann nicht. Mhm. So, weil du halt nie genau weißt, wird der Film erfolgreich oder nicht. Mhm. Also was heißt denn gesundes Ego zum Beispiel? Würde das dann heißen, dass du eben nur gute Filme machst oder so? Ja, das ist eben nicht, das weiß man ja nicht. Das stimmt. Die Frage. Und Alexandra, was heißt gesundes Ego? Da will ich da direkt mal drauf eingehen. Was heißt gesundes Ego? Ich glaube, gesundes Ego heißt, dass du dich auch, also dass du deine Visionen hast und dafür einstehst und die verfolgst, dass du weißt, was du machen willst im besten Fall und aber auch dich quasi von außen reflektierst. Also ich glaube, dieses Feedback ist ja grundsätzlich so als Mensch. Wir wissen ja auch nur, dass wir ein Mensch sind, weil uns andere Menschen das sagen, dass wir ein Mensch sind. So. Also ich glaube, es ist wichtig auch also einfach Feedback. Das hat Daniel ja auch schon gesagt. Daniel Hettinger, das muss ich ja hier mal genau sagen. Also Feedback ist unglaublich wichtig und ich glaube, eben wenn man 10-mal ein gleiches oder ähnliches Feedback zu einer bestimmten Sache hört, dann sollte man sich spätestens da Gedanken machen, bei einem Mal vielleicht noch nicht. Also das passiert mir oft, dass ich mir dass ich sehr von verschiedenen Seiten, das ist jetzt nicht mein Magen, der knurrt, wir haben einen Hund im Studio. Ja, ich habe ein bisschen Hunger. Hunger auf Hund. Hey, wenn man plötzlich Daniel 10 nicht mehr hört. Wenn der Hund ein großes Ego hat. Georgie. Hey. George. Hundebumper. Wir haben hier ein bisschen. Ja, okay. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich weiter erzählen soll. Jetzt bin ich voll raus. Was ist denn los? Hätte was von draußen? Ja, vielleicht wegen, weil da jemand vorm Fenster steht, der André. Ich glaub, ist da jemand? Ach so, ja, der André. So. Ja, dann schick ihn mal. Das hilft auf jeden Fall. Georgie, hey. No. So, Daniel ist weg. Wo war ich? Hast du gut gemacht. Also nur weil er geknurrt hat, ist er abgehauen. Ne? Ja. Du musst so sein. So, du bist. Ja, ich glaube, es ist manchmal, also mir fällt es manchmal schwer, ich nehme immer zu viel Feedback an und ich versuche es immer so allen recht zu machen, aber natürlich weiß ich, man kann es nicht allen recht machen, aber also gerade, ich habe ja gesagt, ich mache auch Stand-Up-Comedy und gerade da, weil ich da quasi ja im Endeffekt selber entscheide, was präsentiere ich da auf der Bühne, was erzähle ich, wie mache ich das, wie fange ich an, wie höre ich auf, dass es eben nicht einen Regisseur oder eine Regisseurin gibt und ein Drehbuch, was mir das vorschreibt, sondern ich bin quasi meine eigene Chefin, was cool ist, aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch schwieriger rauszufiltern im Endeffekt, weil manche Leute fanden eine Sache mega geil und genau die gleiche Sache finden andere Leute scheiße. Und dann höre ich mir beides an und finde es super schwierig, dann irgendwann aus diesen verschiedenen Feedbacks so herauszufiltern, wo ist die goldene Mitte, was kann richtig gut sein. Ich glaube, aber manchmal, das stelle ich auch bei Kollegen oder Kolleginnen fest, auch jetzt komme ich also im Stand-Up-Bereich zum Beispiel, dass es manchmal sich aber auch lohnt, einfach auf das Feedback zu scheißen und seinen Weg durchzugehen, dass es manchmal länger dauert und vielleicht also schwieriger ist, weil da musst du echt schon ein dickes Fell haben. Aber es lohnt sich dann manchmal, wenn man, ja, manchmal eben auch nicht. Ne? Also, aber zu diesen Berlinale-Partys oder überhaupt zu diesen ganzen Events und Partys und hier ist meine Visitenkarte. Ich glaube, ich hatte früher überhaupt nie Spaß an solchen Partys, weil ich nicht der Typ Mensch bin, der dann zu Leuten geht und sagt, hi, hallo, ich bin Schauspielerin, hier ist meine Karte. Das kann ich irgendwie nicht, glaube ich auch nicht, dass es was bringt. Also mir hat das noch nie irgendwie was gebracht, sondern ich habe festgestellt, dass es super cool ist, wenn man das Glück hat, schon Leute zu kennen, die zufällig auch auf diesem Event sind. Mhm. Und man findet diese Leute cool und man geht im besten Fall mit Kollegen und Freunden hin und hat einfach Spaß. Dann strahlt diese Energie, dass man einfach als Gruppe Spaß hat, strahlt irgendwie aus. Und dadurch zieht diese Energie andere Leute irgendwie an und dadurch kommt man in Kontakt automatisch. Und schlussendlich weiß man dann erst sowieso später, ob das dann ein guter Kontakt war oder also einer, der einen weiterbringt oder nicht. Manchmal dauert es ja auch Jahre oder Jahrzehnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage war, aber ich... Hast du schon mal einen Kontakt bei dem? Ich bin noch nicht so alt. Genau. Hier ist meine Karte. Falls du irgendwann mal schaust, ich bin Produzent, hier ist meine Karte. Ja, das verstehe ich. Mit dem auf Partys in der Gruppe
Partys übertrieben, aber auf Events finde ich immer auch ein bisschen kompliziert, wenn es eine zu große Gruppe ist, weil die sich dann so eine Eigendynamik entwickelt, die halt dann nicht mehr so förderlich ist, weil alle sind eigentlich da zum Netzwerken. So eine Veranstaltung ist gedacht dafür. Und es geht nicht darum, also ich glaube, das ist so bei uns, nennen wir es Kunst, Leute, die was mit Kunst zu tun haben, ist oft so, man hat keinen Bock, jetzt auf so eine Veranstaltung zu gehen. Egal, ob es Berlinale ist oder was auch immer. Mhm. Also, weil man ist mit dem Kopf irgendwo ganz anders. Ne? Entweder man schneidet, man bereitet gerade irgendwas vor, man ist irgendwie ganz irgendwo anders. Und dann musst du halt erstmal so sagen, Cut, ich gehe mal jetzt feiern oder ich gehe mal jetzt irgendwie mit Leuten treffen und dann mit Leuten quatschen oder was auch immer. Und ich glaube, das macht es immer sowieso schwierig. Und ich glaube, da muss einfach der Gedanke weg, dass das halt alles Arbeit ist, sondern ich gehe einfach nur hin. Und dann finde ich es aber auch nicht schlecht, wenn man halt in einer kleinen Gruppe oder alleine oder zu zweit sogar da ist und dann einfach mal durchläuft und mit den Leuten quatscht. Weil ich glaube, so bekommt man mehr Kontakt mit Leuten als in dieser Gruppe. Weil die Gruppe ist oft so, da stehen erstmal alle zusammen. Das kennt man ja genau andersrum, wenn man halt von außen irgendwo steht und da sieht diese Gruppe, diese Traube da von Leuten und willst da gerne mal irgendwie mit irgendjemandem reden. Es geht dir nicht darum, dass du jetzt diese Person ausgesucht hast, sondern du willst mit irgendjemandem reden. Und du stehst da und kommst dann einfach nicht rein, weil alle so die ganze Zeit immer, wenn eine Pause ist, kommt jemand anders, ruft was rein und dann geht es immer so weiter und du weißt nicht, wo du dann einfach mal sagst, halt, stopp, hier bin ich oder so. Und, ja. Ja, ich glaube, also es geht ja, man sollte dann nicht als Gruppe Spaß haben, kann auch, also bedeutet aber nicht, dass man die ganze Zeit so als Gruppe nur zusammenhängt, als so geschlossene Gruppe, sondern man kann sich ja verteilen, aber das heißt einfach nur, dass du sozusagen viele Bekannte, also Leute, die irgendwie auf deiner Seite sind, die du kennst, unterwegs sind auf dieser Veranstaltung. Okay. Und das kann ja bedeuten, dass eine Person jemandem über den Weg läuft, wo sie genau weiß, ach hey, dieser Kontakt würde jetzt der Alexandra was bringen, also stelle ich die vor. Ja. Also dass du sozusagen wie so kleine Agenten überall rumlaufen hast und gleichzeitig das aber auch, also das ist so ein Geben und Nehmen, gleichzeitig aber wenn ich jetzt jemanden treffe und der kann jetzt dem Daniel helfen, dann stelle ich die auch wieder vor, so ungefähr. Okay, so meine ich das. Also, ja. Und wie siehst du Ego jetzt im Schauspielbereich? Also wenn du zum Beispiel auch beim Dreh bist oder so, wie weit würdest du da, also wo ist bei dir die Grenze, wo du sagst, okay, ich mache das so, wie ich möchte? Es finde ich auch eine schwierige Frage. Es kommt immer so auf sehr viele Faktoren an. So jedes Set ist ja irgendwie anders. Und wo ist die Grenze? Also manchmal ist ja so, der Regisseur hat was vor. Der hat seine Idee und du hast das Drehbuch gekriegt. Du hast vielleicht sogar noch geprobt, wenn alles gut geht. Und konntest halt richtig gut vorbereiten. Und am Set läuft sowieso alles anders. und dann wird was erwartet, was du halt nach dem, was erarbeitet wurde, nicht denkst, dass der Charakter tun würde. Und der Regisseur ist aber der Meinung, er kennt natürlich den Stoff ein bisschen länger als du, aber trotzdem eine ganz andere Richtung als du. Es kann ja passieren. Es kann auch passieren, wenn man auf einer Wellenlänge ist, kann aber genauso gut in zwei verschiedene Richtungen gehen. Und dann ist ja wieder dieses Ego-Ding. Du hast ein Ego, das andere Ego und die prallen aufeinander und man muss gucken, wie man da, wo man die Grenze zieht und wo man dann sagt, okay, das macht keinen Sinn für mich. Oder ziehst du es dann einfach durch und sagst, wenn der Regisseur sagt, mach so, dann mach ich es halt so. Oder würdest du dann sagen, nö? Ich mach das so, wie ich will. Nein, ich glaube, Daniel hat vorhin gesagt, ich habe ein kleines Ego. Ich glaube, das stimmt. Nein, ich. In dem Fall. Nein, also. In dem Fall, wenn die Meinungen so auseinandergehen, ich versuche eigentlich, also deswegen finde ich persönlich den Schauspielberuf so spannend, dass es eben etwas ist, wo ich eigentlich zwar meine eigene Idee und meine Persönlichkeit und was auch immer mit einbringe, aber trotzdem versuche, so nah wie möglich an das heranzukommen, was sich der Drehbuchautor oder die Autorin oder der Regisseur, die Regisseurin gedacht haben. Mhm. Und natürlich klappt das nie. Also das Ergebnis ist ja nie so, wie sich das einer aus der ganzen Runde gedacht hat, sondern es wird immer was Neues und was anderes entstehen. Aber da möglichst nah dran zu kommen, finde ich irgendwie spannend, daran zu arbeiten. Mhm. Und deswegen versuche ich schon immer den Weg einzuschlagen, den die Regie vorschlägt und den die Regie möchte. Mhm. Ja, also ich vor allem, weil ich glaube, dass das Set einfach so ein jetzt ist es hier ein bisschen laut. Sorry. Aber ich wollte erstmal zum Punkt kommen, deswegen habe ich jetzt nicht so. Sorry, soll ich mal anfangen? Das ist Set, hast du gerade gesagt, weißt du noch, was du sagen wolltest? Ja.
Also ich glaube, dass das Set so ein ganz filigranes, also diese vielen Menschen, die am Set arbeiten zusammen, da muss ja jedes Rädchen funktionieren. Und wenn ich als Schauspielerin so ein riesen Ego habe und da meine eigene Nummer durchziehe oder abziehe, habe ich auch schon, also Kollegen erlebt, die das machen, und das macht einfach die ganze die Stimmung insgesamt sehr zerbrechlich. Mhm. Und das ja führt, also ich möchte auch ganz gerne, ich will immer so beides, ne? Ich habe ja gesagt, ich will mal ein Recht machen, bla bla. Jedenfalls versuche ich immer auch sozusagen die Stimmung nicht kaputt zu machen. Mhm. Und aber das heißt, du würdest dich anpassen? Also weil ich würde mich anpassen, und wenn es so gar nicht geht, dann würde ich versuchen, das mit der Regie irgendwie einzeln zu klären oder so, oder fragen, hey, können wir kurze Auszeit nehmen oder sowas. Aber bisher bin ich zum Glück nicht in so eine Situation geraten. Also bisher kam ich da mal ganz gut zurecht. Ja. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Oder? Das ist vollkommen weggeschnitten. Mein Text ist weg. Ja. Ich muss mal kurz Alexandra den Text nochmal geben. Alles gestaged hier, ist alles ganz genau auf dem Punkt. Ja, aber das ist genau, warum ich frage, weil es ist ja auch, glaube ich, auch schwierig aus Schauspielerseite oder Sicht, manchmal vielleicht auf so diese, auf den aufs andere Ego halt zu treffen, ne, vom Regisseur oder dass du halt sagst, so ein Charakter würde ich denken, der wird niemals so reagieren halt. So, da muss halt der Regisseur auch überlegen, macht es Sinn, den so zu lassen, oder macht es Sinn, ihn doch so anzupassen, dass es halt so wie der Schauspieler sagt. Wenn du jetzt mit einem großen Schauspieler, so hat man zumindest meistens in B-Rolls und Co., wenn du halt mit großen Schauspielern arbeitest, dann wird es eher angepasst an den Schauspieler, ne? Und dann, wenn der sagt, so würde der Charakter es niemals spielen, dann passt man es so ein bisschen an, dass es eben so ist, wie Leonardo DiCaprio das möchte. Ich habe einen Namen genannt, oder? Leo, falls du das... Nein. aber andersrum, wenn du halt jetzt mit so in demselben Stadium arbeitest, im selben Stadium arbeitest, ist es, glaube ich, einfacher, sich da so ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen, hey, okay, was denkst du? Und dann versucht man da so eine Mischung draus zu machen. Kann ich noch eine Sache sagen? Ja. Mir ist mir noch eingefallen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, also wenn es so Meinungsverschiedenheiten gibt, dann versuche ich mich nicht zu sehr darüber aufzuregen oder so innerlich, weil ich auch glaube, dann leidet ja meine Arbeit als Schauspielerin, und am Ende halte ich meine Nase dahin. Und wenn die Arbeit dann dadurch, dass ich mich durchsetzen muss und dass ich weiß, da sind so zwei Kräfte, die gegeneinander wirken, dadurch wird es ja nicht besser in den meisten Fällen. Und da ich denke, okay, ich will möglichst gut aussehen, also im Sinne von, mein Spiel soll nicht darunter leiden. Und das heißt, wenn ich aber mit meinen Gedanken die ganze Zeit bei diesem Krach oder Streit bin, weil zwei Egos aufeinander prallen, dann bringt das niemandem was, am allerwenigsten mir. Und deswegen versuche ich das sozusagen nicht erst entstehen zu lassen. Mhm. Notfalls dann zu sagen, okay, der Klügere gibt nach, ich mache das jetzt so, damit wenigstens aus dem das Bestmögliche herausgeholt werden kann. Ja. Mhm. Okay, wie sind die anderen? Ja. Ja, ich glaube, am Set ist das nochmal was anderes. Also da eben, wie du sagst, jedes Rädchen muss funktionieren, und wenn dann halt Egos aufeinandertreffen, dann macht es entweder Krach oder jemand gibt nach. Ja, im Idealfall wäre es natürlich eine Kollaboration von Gleichen, ne? Aber ist ja nicht immer gegeben, das heißt, Ding, ne? Also um da erstmal hinzukommen. Also ist, ich glaube, immer schwierig, wenn man arbeitet ja mit, immer, Film ist ja auch eine Hierarchie, wenn man möchte, ne? Und wenn man möchte oder nicht. Ohne dass man jetzt das hervorhebt, aber es ist halt irgendwie schon so, weil einer hat die Idee, der andere, ne, gibt das mit rein, der andere gibt das mit rein, und so baut sich das Ganze zusammen. Und ich kenne es ja auch nochmal andersrum, zum Beispiel zum Produzenten hin, wenn da irgendwie so ein Ego besteht von jemandem, wo du, das war das mit der Karte zum Beispiel, du hast jemanden von der Karte gekriegt, die erzählt alles toll, was auch immer, was sie gemacht hat, dann arbeitest du mit der Person und merkst halt, ja, das ist eben nicht so. Also eben, zumindest das Wissen, was er angegeben hat oder was die Person angegeben hat, ist nicht dementsprechend, was sie davor halt dir erzählt hat. Und wie reagierst du darauf? Also entweder genau dasselbe wieder, entweder du möchtest das Ganze als Regisseur und Produzent jetzt in dem Fall, entweder du möchtest alles auf einer Ebene lassen und sagen, okay, alles gut, und ich mache meine Arbeit und gehe danach nach Hause, aber habe dafür auch ganz viel Zeit irgendwie in Anführungsstrichen verschwendet, weil dabei nichts Gutes bei rauskommt, weil du es jetzt schon von Anfang an weißt eigentlich. Oder du sagst relativ schnell, ich breche ab und wir gehen unsere Wege halt. Also
da wäre auch vielleicht die Frage, wie denkt ihr, wie macht man das am besten? Also soll man da durchziehen oder soll man sagen, hey... Das hängt von so viel ab, oder? Mhm. Ja, natürlich. Wirst du bezahlt? Wirst du nicht bezahlt? Du bist bezahlt. Du bist bezahlt, du wirst auch gut bezahlt. Wir sind ja im Indie-Film-Podcast. Naja, es gibt auch ein paar Projekte, wo du bezahlt wirst, auch im Indie-Bereich. Also. Das ist jetzt so aus Erfahrung auch mal mit mir passiert. Und jetzt muss man einfach nur meine Agenda durchgehen, welche Filme ich gemacht habe. Nee, aber einfach nur, wo du merkst, da fehlt was von der anderen Seite halt. Und noch ein paar zusätzliche Fragen. Kannst du es noch retten oder ist es völlig für die Tonne? Und zweitens, wird es dir schaden, wenn es rauskommt? Und nee, genau. Ich glaube, in dem Fall würde dein Name ja drunter stehen. Ja, okay, verstehe. Ja, ich glaube, es ist nicht so schlimm, dass es dir schaden wird. Also nicht direkt, aber du verlierst halt Zeit. Du könntest in der Zeit auch was anderes machen. Ne? Ja, du wirst bezahlt. Aber da hängen ja auch meistens noch mehr Leute als diese eine Person dran. Richtig. Oder? Von daher schadest du ja dann. Aber das ist halt, ich glaube, wir reden jetzt gerade über so einen Fakt, über irgendwas, was irgendwie dieses irgendwo, Projekt. Ja, genau, dieses Projekt. Ich bin ja genau derselben Meinung. Ich glaube, das ist sehr kompliziert, halt diese beiden Egos dann halt auch irgendwie auf eine Ebene zu kriegen halt. Und ich bin da auch vielleicht ein bisschen der Meinung, wenn du merkst halt, dass du das nicht hinkriegst, egal wie viel Geld du dafür kriegst, oder wie viel? egal, kommt drauf an. Aber theoretisch gesehen, egal wie viel Geld du dafür kriegst, solltest du da überlegen, ob du da dann doch aussteigst. Relativ früh, ne, so dass eben keine anderen Leute mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn du zu spät bist, musst du es durchziehen. Wenn du aber früh genug merkst, das passt halt nicht, dass du früh genug sagst, dann ziehe ich mich zurück. Das heißt nicht, dass die andere Person jetzt, wie gesagt, schlecht ist oder was auch immer, sondern einfach eure beiden Egos, eure beiden, ja, die Art von beiden passen halt nicht zueinander. Das sollte man relativ schnell, glaube ich, rausfinden, bevor man halt eben diese Ehe des Filmmachens eingeht. In Wunderschöne Worte. Ja, aber man kann manchmal auch mit Leuten was erreichen, mit dem man nicht unbedingt gut zurechtkommt. Und wo man vielleicht denkt am Anfang, das passt irgendwie gar nicht. Und dann irgendwie, wenn man sich doch zusammenrauft, kommt vielleicht doch mal was daraus. Okay. Da hast du auch vielleicht sogar etwas durch diesen Struggle, vielleicht sogar noch was, wo ihr beide nicht unbedingt dran gedacht hättet und was ganz Neues entsteht. Aber ja, okay. Vielleicht ist aber dann trotzdem irgendeine Ebene da. Also irgendwas muss ja da sein dann. Also ja, wenn du merkst, dass da so von Grund auf irgendwie was nicht stimmt, ich glaube, da würde ich nicht warten, bis man vielleicht hoffentlich später irgendwie diesen Punkt erreicht oder so. Ich glaube, da würde ich früh genug absprechen. Ich glaube, du musst immer dann so auch ein bisschen abwägen, weil wir jetzt auch Geld hatten und ich meine, für mich ist es auch immer so ein bisschen ein Geldjob. Mhm. Wenn es dann nicht klappt, mache ich den halt trotzdem, aber halt für die Kohle. Mhm. Und wenn du aber wirklich so einen Job hast, wo du vielleicht eine Vision auch hast, also wo du wirklich sagst, so irgendwie Georgie. Hey. Guck auch immer so. Georgie. Komm hier. Komm. Wo war ich? Wenn du eine Vision hast. Genau, also ich glaube, wenn du wirklich was machst, worauf du Lust hast, weißt du wirklich, was denkst, wo du dieses Projekt wollte ich schon immer vorantreiben oder sowas. Und wenn du dann vielleicht an jemanden, also keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal sagen, Regisseur und Kameramann oder so, wenn du dann an jemanden trittst, der eben so sein eigenes Bild von dem Ding hat, dass du dann, glaube ich, wirklich versuchst, dich auch ein bisschen zusammenzuraufen. Oder halt wirklich, dass du bis zu diesem Limit schaffst, wo du sagst, okay, nee, wir können echt nicht zusammenarbeiten, ich muss mir einen anderen suchen oder sowas. Aber für einen Geldjob ist das halt für mich so ein bisschen dann, würde ich sagen, ja gut, dann mache ich es halt so, wie du sagst. Weißt du, so, wo ich halt dann wirklich sage, so, okay, gut, dann machen wir es halt so. So also. Ja, yeah? Aber manchmal hängt dann, also dein Name steht ja so oder so drunter, ne? Es kommt halt immer auf das Produkt an, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja. Wir reden jetzt ja immer so von diesem... Hättest du für The Room? Aber bei The Room... Also ich glaube, bei The Room wäre ich auch... Ich glaube, da merkt man auch, wenn so jemand wie Tommy Wiseau ankommt... Aber das weiß man ja nicht. Manchmal ist es ja wirklich so. Ich bin da immer sehr offen. Vielleicht stimmt das, aber ich habe immer das Gefühl, man weiß es halt nicht. Ne? Wenn man da jemanden so trifft, der ist halt wirklich sehr strange und so. Aber manchmal genau durch diese Person öffnen sich andere Türen. Obwohl du vielleicht mit der Person danach nie wieder was zu tun haben wirst. Aber... Die hat dann irgendwie nur durch dieses Projekt, also wie gesagt, ich bin ja auch auf derselben Meinung, man weiß es nie genau, aber ist immer schwierig. Also, ja.
und manchmal auch, was mich auch immer wieder überrascht, auch bei, jetzt, ich komme wieder auf die Schule zurück, weil das ist einfach, man lernt unheimlich viele Leute kennen, ne? Und da sind manchmal welche dabei, da denkt man, oh Gott, was ist das für eine Person? Mhm. Und am Ende schaut man sich deren Filme an und man denkt, wow, wo kam das denn her? Und die sind also, manchmal, die können einen echt überraschen. Definitiv. Also lass dich überraschen. So, dann würde ich noch mal kurz, genau, wir haben noch 8 Minuten. Ui. Also kann ich jetzt ein neues Fass aufmachen? Jeder 2. Nee, genau, also wir haben jetzt theoretisch, also wie gesagt, wir denken drüber nach, sage ich ja. Ne? Also wir haben jetzt kein Ziel, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt das Richtige, ne? Aber ich wollte, dass wir einfach mal so ein bisschen überlegen, was kann man machen, was kann man nicht machen, und so haben wir auch gerade ganz kurz so jeder so ein bisschen seinen Punkt mit reingebracht, in verschiedenen Aspekten, in verschiedenen Bereichen. Wie würdet ihr denn euer Ego einschätzen? Ich glaub, also bist du jemand, der relativ schnell dann sagt, okay, ich nehme das an? Also ich kenne das mal von mir, also ich bin jemand, ich versuche, Moment, ich glaube, das ändert sich auch, so älter man wird, ne, wie man mit Sachen umgeht, aber im Moment bin ich jemand, der halt versucht, zumindest so viel wie möglich Feedback einzusammeln, also wirklich alles, was geht, und mich auch anpasse darauf. Also damit will ich jetzt, wie gesagt, so wie ich vorher erzählt hatte, ich werde jetzt nicht mein Drehbuch, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte da einen Mann haben, werde ich jetzt nicht daraus einen Mann machen. Aber wenn alle sagen, ich würde da einen Mann sehen, würde ich mir überlegen, warum würden die einen Mann sehen und wie komme ich wieder zurück, dass ich halt daraus eine Frau machen kann. Weil meine Vision war eine Frau. So. Und das wäre so, wie ich das sehe. Und deswegen will ich da so viel Feedback wie möglich. Aber es sorgt dafür aber auch wieder, wenn ich am Set bin oder so, dass ich dann so manchmal so überlege, okay, der hat das gesagt, der hat das gesagt, wie kriege ich das zusammen halt, dass ich trotzdem auf einen gleichen Nenner kommen. Wenn ich jetzt ein ganz, ganz starkes Ego hätte, würde ich sagen, egal was du sagst, egal was du sagst, ne, wir machen das so, Alfred Hitchcock-Style. Ja. Mir ist es egal. Ich mach das. Leute, das geht ja auch. Ne? Also, es gibt ja zwei verschiedene Arten. Also, es kann genauso gut funktionieren, dass du halt sagst, okay, ich habe alles vorgeschrieben, du überlegst jetzt nicht, wie du deinen Charakter spielst, sondern du spielst deinen Charakter genauso, wie ich das hier aufgeschrieben habe. Und es kann genauso gut funktionieren. Aber da fragt man sich auch, was ist da vielleicht eine Richtung, die man, vielleicht muss man sich für sich selbst entwickeln, aber ja. Ich meine, das irgendwie, wenn du schon Alfred Hitchcock sagst oder Stanley Kubrick, keine Ahnung, die meisten Großen waren so nach den ganzen Berichten immer ziemlich große Arschlöcher, also auch was Ego betraf, dass die halt gesagt haben, nee, wir machen das so und ich gebe einen Scheiß drauf, was du sagst. Aber die waren halt gut, also die haben halt echt gute Filme gemacht jeweils. Genau, und das ist so die Frage, also ich glaube, ich versuche das auf jeden Fall auch immer Feedback anzunehmen. Also ich finde, ich habe jetzt auch durch den letzten Film, den wir gemacht haben, den wir letztes Jahr Oktober gedreht haben, der jetzt langsam fertig wird, da habe ich gemerkt, wie wichtig Feedback ist, weil wir halt echt so mit dem Schnitt ein bisschen hingen. Also es war so echt so, du siehst halt irgendwann die Sachen einfach nicht mehr. Du guckst dir den an, denkst, ey, der Schnitt ist gut. Und dann gibst du ihn halt zu Leuten weiter und die geben dir dann wirklich auch Input, die sagen dann, ja, aber könnte du, das geht irgendwie ein bisschen langsam hier, das sollte ein bisschen schneller. Und du solltest das aber auch. Also du musst dann natürlich auch zwischen dem Feedback abwägen, was gut ist und was schlecht ist, weil du gibst einen Schnitt weiter und jemand sagt, ja, wie wäre es denn, wenn die Hauptfigur eine Frau ist? Dann so, ja, ist ein bisschen zu spät jetzt. Schon geschnitten, ne? In der Post, sage ich. Genau, aber ich auf jeden Fall, ich finde es halt wichtig, dass ich glaube, das sollte so die Lektion sein, dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf behält, dass man nicht einfach immer sagt, nee, das ist gut so, das ist gut und das ist mir egal, was die anderen sagen, sondern eben dafür sich öffnet und trotzdem noch versucht, so seine, also ich glaube, man muss sich eben ganz selbst so sein eigenes Bild von diesem Film machen, wie stellt man sich vor, und dann muss man jeweils dieses Feedback immer wieder mit diesem Bild abgleichen und sagen, vielleicht wäre das ja wirklich ganz gut, wenn das so ist, also es ist nicht so, aber du brauchst halt, glaube ich, trotzdem diese Vision in deinem Kopf, das ist so meins, wo ich sage, weil wenn du halt dann wirklich eben die ganze Zeit sagst, ja, aber vielleicht das und vielleicht doch das und die ganze Zeit auch an deiner eigenen Idee zweifelst, dann wird das halt, glaube ich, auch nicht wirklich was, wo du, also wirklich was, das, glaube ich, auch raussteht, weil viele Leute kommen auch, glaube ich, immer mit Vorschlägen an, die sie halt erst hier in dem Film gesehen haben. So wie wäre es, wenn wir, keine Ahnung, deine Traumgeschichte rausmachen oder so. Und dann weißt du halt, gut, das wird das vielleicht der nächste Inception, aber wird das jetzt wirklich was Neues oder was Gutes, was sozusagen ein Hitchcock-Film oder wird das eher so Tommy, wieso? Das sind so die zweimal. Um deinen Namen zum vierten Mal zu droppen. Ja. Du musst jetzt langsam echt Geld zahlen, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich, ne? Was denkst du?
Mein Ego. Das ist natürlich selber schwierig, zu beurteilen. Ich würde sagen, seitdem ich im Filmgeschäft bin, ist es geschrumpft. aber ich würde sagen, ich glaube fast, ist es besser, etwas zu großes Ego zu haben, als ein etwas zu kleines. Klar, wenn man bei Christian Bale Levels angekommen ist, wo man anfängt, den Leuten die Lichter kaputt machen zu wollen, dann ist vielleicht was schiefgelaufen. Aber ich glaube, bis es dahin kommt, ist wahrscheinlich noch ein bisschen Platz. Aber ich glaube, das entwickelt sich damit halt, weil wenn du halt so viele Filme gemacht hast, die halt erfolgreich sind, und nicht absichtlich vielleicht, aber gut, ist vielleicht auch was mit Erziehung zu tun, kommt auch dazu, aber wahrscheinlich, weil das baut sich ja auch daraus so ein bisschen auf, wie stark du so ein Ego entwickelst, aber es sorgt ja automatisch dafür, dass du halt wahrscheinlich viel sicherer bist und diese Sicherheit steigert sich genauso wie das Ego halt, weil du halt letztlich merkst, du weißt, die Idee, die ich hatte, gefiel den Leuten. Wenn jetzt jemand anders kommt und sagt, die Idee ist richtig doof, dann wirst du halt wahrscheinlich ein bisschen einfacher sagen, nee, also ich weiß schon, was ich tue, weil ich habe ja schon ein paar Sachen gemacht, die gut waren. Mhm. Wenn du natürlich so am Anfang stehst, ist es natürlich schneller, wenn jetzt irgendjemand sagt, das findet er nicht gut, wo du so ein bisschen ins Straucheln kommst und überlegst so, vielleicht hat er ja recht, weil ich habe ja noch nicht jetzt so viel abgeliefert, dass jetzt alle sagen, geil, ich muss in seinen Film reinlaufen. Und ich glaube, das kommt dann automatisch, dass man dann irgendwann mal so eine Stufe erreicht, wo man, klar, man muss ein bisschen gucken, Christian Bale Style ist vielleicht ein bisschen viel, aber dass man halt irgend so ein Level erreicht, dass man eben dieses Ego auch hat, muss man auch, wie du sagst, ein bisschen mehr Ego, dass man auch irgendwie das durchboxen kann, das recht bei uns im Filmbereich, dass du durchboxen kannst und dahinter stehen kannst und sagen kannst, das ist mein Produkt, egal ob Schauspieler oder Drehbuchautor oder Produzent oder Regisseur. Eben wenn jetzt ein Regisseur dir sagt, muss es in diese Richtung machen und du halt sagen kannst, ich weiß, das ist nicht, das würde eher in diese Richtung passen, weil, du hast natürlich auch Erklärungen dafür, das kommt, wie gesagt, automatisch dann, glaube ich, dann. Und dann ist, glaube ich, auch so dieses Ego irgendwann so erreicht, dass du da, erreichen kann man es wahrscheinlich nie, aber irgendwie so, dass du halt, das mehr vertreten kannst. Man muss sich sein Ego vielleicht, also was sozusagen das auf den Punkt bringt, man muss sein Ego sicher arbeiten. Also wenn Steven Spielberg ans Set kommt und sagt, wir machen das so, dann wird, glaube ich, niemand sagen, aber wenn jetzt halt, keine Ahnung, eben irgend so ein Newcomer ans Set kommt und es gibt ja eben viele Newcomer, die halt auch ein riesen Ego haben und wo du denkst, da ist nichts wirklich dahinter. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, wenn du da in der Filmschule bist. Aber man muss es sich halt erst arbeiten. Wenn du wirklich mal irgendwie 10 Hits hattest, dann kannst du halt auch ans Set kommen und sagen, so, wir machen das, was du nicht sagst. Weil du, recht, du einen Track Record hast. Den du vorweisen kannst. Ja, ich glaube auch, es kommt darauf an, wie das, also wenn du, ich hatte das zum Beispiel so, um den Abschluss zu machen hier von der Ego-Runde, dass ich, nachdem ich mit der Schauspielausbildung fertig war, mich ein Jahr lang gar nicht getraut habe, direkt zu sagen, also wenn ich gefragt wurde, was machst du, dann habe ich so rumgedruckst und ich habe mich gar nicht getraut, direkt zu sagen, ja, ich bin Schauspielerin, was geht so, ich bin Schauspielerin, weil es eben auch ein ungeschützter Beruf ist, es gibt viele, die das einfach so sagen und ich auch das Gefühl hatte, was kann ich denn vorweisen, was kann ich denn schon, ich habe hier irgendwie so ein Zertifikat und ja, toll, ich kann sprechen und mich bewegen und so und kann Rollen analysieren, aber und weinen und lachen, aber was habe ich denn so vorzuweisen und dann hat das gedauert, bis so die ersten Projekte und dann irgendwie Feedback kam und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass man das Ego so Stufe für Stufe erarbeitet und je nachdem, was für Feedback man bekommt, mit was für Leuten man arbeitet, man vielleicht Glück oder Pech hat und je nachdem das Ego auch schrumpfen kann oder so oder eben auch oder wachsen kann. Um auf den Anfang zurückzukommen, gesundes Ego ist eben, wenn es sich irgendwie in der Mitte einpendelt, ne? Wenn du, ich glaube, schwierig ist es, ich glaube auch für die Leute, die sich einen riesen Status oder Stand erarbeitet haben, da trauen sich ja dann auch viele Leute gar nicht etwas dir was zu sagen. Mhm. Wenn du so ein Hitchcock bist und ein Set kommst, dann würde ich ja nicht hingehen und sagen, ja, hören Sie mal, Alfred, also lass mal anders machen. So. Das ist aber vielleicht auch, ich glaube, das ist auch, auch schwierig für die Leute selber, dass sie ja gar nicht mehr das Feedback bekommen von außen, kein ehrliches mehr. Mhm. Und ich glaube, schön ist es, wenn man einfach in der Mitte irgendwo so landet. Ja.
Und zwar hinter seinem Produkt, wie zum, also im Schauspiel, in meinem Fall jetzt, mein Produkt bin ja ich als Schauspielerin, wenn man hinter seinem Produkt stehen kann, aber trotzdem noch offen ist für Kritik und Feedback. Ich glaube, das sollte so der Idealzustand. Ja. Gut. Danke für das Schlusswort. genau, dann würde ich mal die Runde beenden. Ich fand das doch mal eine schöne, nette, kleine Plauschrunde. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön. Freue mich, dass ihr alle da gewesen seid. Und ja, dann sage ich erstmal allen Ciao und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.